Hallo Leute, was geht? Ich hoffe, es ist alles klar bei euch. Willkommen zu einem anderen Unboxing von mir. Es geht um Diablo 3. Ein Computerspiel, was ja am 15.05. glaube ich erschienen ist. Ich denke mal, die meisten kennen Diablo. Ein richtiges Unboxing wird das hier nicht, weil es ist größtenteils schon ausgepackt. Hier die Verpackung und das Spiel an sich, weil ich habe kein Stativ zur Hand und das auszupacken mit einer Hand ist ein bisschen doof, deswegen habe ich das schon mal gemacht. Ich denke, wir fangen mal mit der Verpackung von der Verpackung an, weil das Spiel wird, also die Standard-Edition zumindest, wird geliefert. Halt einmal diese Hülle und ja, diese Box, diese Papierbox. Hier haben wir halt ich drehe das mal an, das Diablo-Logo, ein paar Bilder aus den Szenen, die im Spiel vorkommen, und da ein Bild von dem Barbaren, den ich selber spiele. Ich bin Stufe 14, wenn ich nicht falsch liege. Das Spiel macht auf jeden Fall richtig Spaß, also alle, die es noch nie gezockt haben. Das ist auch mein erstes Diablo, das macht richtig Spaß. Dann haben wir hier ja, ein paar Texte. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr möchtet. Hier, ich lese das aber jetzt nicht vor. Ja, und das ist halt die Spielgrafik quasi, also original abgebildet hier 1:1. Sehr schön. Ja, und dann ist das halt hier mit so einem kleinen Klettverschluss, kann man das hier schließen. Klappt man einfach zu, da ist das andere Ding, macht das so drauf und fertig. Und dann war hier oben halt die Schnalle, wo das Spiel drin war, hier. Und jetzt haben wir hier die Hülle, also die verpackte Hülle. Einmal Benutzerhandbuch mit ein paar Informationen zum Spiel. Die Spiel-CD an sich, den Key, den ich jetzt verdeckt habe. Das Böse hat die Oberhand, können wir hier einmal vernehmen, und dass das Ganze halt über Battle.net läuft und in Dolby Digital Pro Logic ausgestrahlt wird, also vom Ton her, und dass das halt keine Verleihversion ist und ja, ist vom Blizzard das Spiel, sollten die meisten kennen, und da haben wir noch ein paar Voraussetzungen. Mein PC erfüllt das bestens, also ich denke mal, es sollte auch auf etwas älteren Kisten laufen, das Spiel, weil die Grafik ist jetzt nicht so gut, aber es ist man ja von Blizzard bekannt, die legen auch Wert auf die Effekte und die sind im Spiel wirklich sehr schön. Das basiert alles so ein bisschen auf WoW-Grafik, also ich finde, das passt richtig gut zum Spiel und es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Eventuell mache ich nochmal ein Gameplay dazu, aber da steht noch nicht fest. Und ja, das sollte es auch gewesen sein. In den nächsten Tagen, ich schätze mal morgen, den 26. kommt mein neues Mauspad an, weil ich unbedingt ein neues brauche. Was für meine Maus, die SteelSeries Xi, abgestimmt ist, nämlich das SteelSeries 4 HD. Aber dazu im anderen Video mehr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Bildqualität ist jetzt auf jeden Fall besser, denke ich mal, weil ich ja mit dem Full HD Camcorder aufnehme, aber da gibt es ja auch schon ein Testvideo. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen, warmen Tag. Ist ja wirklich sehr heiß heute. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.